Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Ich habe ja letztes Mal ordentlich verkackt und deswegen probieren wir die gleiche Herausforderung jetzt einfach nochmal. Ich glaube, die Schwierigkeit bei der KI war auf listig eingestellt. Müssen wir gleich mal gucken. Aber es müsste schon machbar sein. Genau, Foreign Invasion. Und da hatten wir... Was ist das? Das da. Okay. Sollte ich mir merken können. Also suchen wir fremde Invasion, wie auch immer das hieß. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo ich das finde. Fremder Übergriff, genau. Ich glaube, es war nicht Wettkampf. Ich glaube, wir hatten einfach nur fremder Übergriff, aber nicht Wettkampf. Bin ich mir aber tatsächlich gar nicht mehr sicher. Deswegen, was macht man da am besten? Am besten gucke ich einfach schnell selbst nach. Jetzt muss ich tatsächlich kurz mal selbst, weil ich will ja das gleiche Spiel spielen, ne? Das muss schon das gleiche sein. Das heißt, ich muss Sins of a Solar Empire, Foreign Invasion, da waren wir noch nicht. Eins. Die Eins muss ich da rausholen. Jetzt schauen wir mal. Foreign Invasion 2, 3, 4. Nope. Foreign Invasion, da ist es. So, da gucken wir doch gleich mal rein. Welches ich da genommen habe. Ton machen wir ganz kurz aus. Ohne Wettkampf, genau. Okay. Gut, passt. Okay, so, das müsste passen. Los geht's. Diese Schwierigkeit hatten wir. Genau. Ich bekomme aber bitte noch einen Türkisen. Was geht mit dem? Oh, das schaut gut aus. Ja, genau. Und der wird einfach nur rot. Rot, orange und lila sind unsere Gegner. Und wir kriegen coole Farben hier. Haben wir schon. Okay. Und ich nehme wieder die Tech-Rebellen, weil die haben mir eigentlich doch ganz gut gefallen. Und ich glaube, am Rest habe ich nichts geschraubt und dann geht's los. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich werde diesmal, jetzt muss ich nur richtig umschalten. Ux. So glaube ich. Muss ich gleich gucken. Ich hoffe nur, dass das jetzt alles passt. Und diesmal werde ich mich auf den... So, wo sind wir jetzt hier? Genau. So. Erstmal bauen wir den Kram. Und dann holen wir uns eine Aufklärerfregatte. Und dann bauen wir... Ich weiß noch nicht, wo wir am besten anfangen mit dem Bauen. Mit der Forschung. Ich Wenn finde da halt was ist, werde ich's so finden. Handelsposten und so weiter sind schon sehr nützlich. Wohin jetzt? Deswegen werde ich auch erstmal... Ein anderes Bauwerk steht im Ja. Weg. Zwei Dinger hier bauen. Erstmal eins. Eins, immer eins nach dem anderen. Was wollen Sie wissen? So. Wir haben hier eine unentdeckte Welt hier und hier. Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Aufklärer. So. Das sieht mir auch nach Tex aus. Jupp. Wenn da was ist, werde ich's finden. Und ein Sucher. Okay. Bauwerk komplett. Müsste ganz gut ausschauen. Wohin jetzt? Bin Nee, geh schon erstmal da. dahin, bitte. So. Zeigen Sie mir die Richtung. Du gehst Bin dahin. schon da. Was wollen Sie wissen? Ja, du kannst dahin. Das passt. So, jetzt bauen wir hier erstmal alles.
Und dann können wir forschen anfangen. Bauwerk komplett. Hier, Metallbau. Rest müssen wir gucken. Ich sollte nicht zu steif forschen, sondern schon ein bisschen gucken, was ich brauchen kann. So, den Gesandtenkreuzer, der macht später auch Sinn. Den werden meine KI-Freunde haben, haben wollen. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Ein Eisplanet. Oh, der ist gut. Den sollte ich mir nach Möglichkeit holen. Jetzt schauen wir erstmal, was hat's hier. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Einen toten Asteroiden. Ja, danke. Das ist natürlich totaler Bauwerk Müll. Komplett. Wohin jetzt? Aber dann baue ich jetzt schon mal ein Kolonialschiff und mache Eisplanet. Wo geht denn der? Arktis, brauche ich ein zweites. Aber das lohnt sich. Weil die Metalle sind sehr viel wert, das weiß ich noch. Und dann schauen wir wirklich mal, genau so. Obwohl, der hat noch ein bisschen Zeit. Ein paar leichte Fregatten. So. Genau. Weil das holen wir uns, da sind nur Regatten, Flak-Regatte, die macht nicht viel, Bomber-Fregatte auch nicht, aber Raketen-Fregatte. Also mit 10 Fregatten sollte ich da reingehen können. Fahren Sie fort. Den toten Asteroiden kann ich mir aber mal holen. Der ist nicht gut, aber besser als nix, ne? Und ich weiß nicht, ob ich eine große Werft bauen soll. Würde wahrscheinlich Sinn machen, ne? Melde mich zur Stelle! Machen wir es dann auch gleich als nächstes. Dass wir eine große Werft bauen. So. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Ah, geht nicht. Verbündete Truppen werden angegriffen. Soll ich was abreißen? Es macht schon Sinn, dass man mit zwei Werften startet, ne? Aber ich brauche nur eine. Eine wird mir vorerst reichen. Dann baue ich lieber später eine neue auf. Ist mir auch recht. So, den kann man kolonisieren, ist nicht toll, aber... Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Piraten sind natürlich sehr böse. Bauwerk komplett. So. Und sobald das Ding in die Luft gesprengt wurde, passt. Und dann können wir die arktische Ausbeute... Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell mit dem zweiten Zivillabor. Macht jetzt aber auch nichts. So, Werft hinbauen. Genau. Den Rest müssen wir mal sehen. Eine neue Kolonie wurde gegründet. So. Die hilft mir jetzt nicht zwingend viel. Aber... Schauen wir uns einfach mal an. Ich sollte zumindest einmal zivile Infrastruktur machen. Damit ich hier nicht negatives Geld bekomme. Weil... Wo sind meine Finanzen? Da oben... Ja, das ist nicht so gut. Na, so ist dann besser. Und dann können wir uns ein großes Schiff holen. Und dann nehmen wir am besten... Was nehmen wir da am besten? Ja, Kolonieschiff wäre natürlich nice. Hätte ich mir das sofort geholt, aber... Ich nehme, glaube ich, wieder den Träger. Obwohl, was hält denn... Haben wir hier irgendwo... Ein Schlachtschiff... Ja, komm, geh mal auf Wumms. Geh mal auf ordentlich Wumms. Und gut Fahren ist. Sie fort. Übermittlung empfangen. So. Gibt's was für mich zu tun? Dann noch ein paar leichte Fregatten. Geben Sie den Befehl. Dann habe ich 4 leichte Fregatten und ein starkes Schiff. Das sollte erstmal reichen, um den Planeten Wohin, einzunehmen. Commander? Und sobald wir dann können, erforschen wir dann hier die arktische Ausbeutung, damit ich mir einen Planeten holen kann. Weil das hier zum Beispiel, ja, das ist nicht schlecht. Gibt's was für mich zu tun? Können wir eigentlich gleich hingehen. Sie sind der Boss. Na. So. Machen wir auch gleich, holen wir uns das. Der tote Asteroid ist nicht sehr hilfreich. Erdähnlicher Planet wäre richtig nett. Aber das müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Also ich hätte schon gerne so 1-2 gute Planeten. Hier jetzt noch ein Eisplaneten, ja... Da muss man sehen. Man muss halt haushalten, denke ich mal, ne? Man wird haushalten müssen. Geben Sie den Befehl. So. Sie sind der Boss.
immer in einer Gruppe bewegen. Gibt's was für mich zu tun? Und der fliegt auch dahin. Der Krieg hat begonnen. Ja, genau. Guten Tag, Commander. Großkampfschiff. Jawohl, Commander. Sofort. Guten Tag, Commander. Comlink aktiv. Kampfbereit. Ah ja, so, genau. So, die fliegen jetzt hier hin. Der kriegt die Gauss-Rail-Kanone. Ich glaube, die ist nämlich besser am Anfang. Bisschen auf Schaden gehen. So, und dann können wir hier Extraktion ein bisschen noch erhöhen. Das macht, glaube ich, nämlich wirklich Sinn. Und ja, die arktische Ausbeutung mache ich dann so bald wie möglich. Was macht das mir hier? Kostenverringerung für Zeug. Das sollte ich auch recht früh holen, weil das stackt. Je eher ich das Zeugs habe, desto besser. Titangießerei 20%. Bei der Titangießerei 20% sparen ist halt auch... ist schon einiges, ne? Das lohnt sich schon. Und auf lange Sicht lohnt sich das sowieso, sich das zu holen. Aber ich forsche jetzt so ein bisschen ökonomisch. Verbündete Truppen werden angegriffen. Und... Übermittlung empfangen. Läuft. Den Rest müssen wir dann mal gucken. Jawohl, Commander. So. Wie Sie wünschen. Der kann angreifen, aber... Wie viel Schild hat der? Nicht sehr viel, oh Gott. Das ist nicht gut. Wo ist denn der Rest meiner Armee? Flotte Armada, whatever. So, die springt gleich. So. Läuft. Genau, flieg mal dahin. Übermittlung empfangen. Müsste passen, genau, guten da kommt sie auch schon. Commander. Fahren Sie fort. So. Läuft. Übermittlung empfangen. Genau. Kleinigkeit. Feuer freigegeben. Ich mache kurzen Prozess passt mit Ihnen. Guten Tag, Commander. Wir machen das. Und dann schauen wir gleich mal hier nach. So. Hier gibt's gar nichts zu machen. Sehr schade, aber okay. Forschung abgeschlossen. Ja, genau. Forschung abgeschlossen. Und dann schauen wir mal, dass wir zwei Gesandtenkreuzer fertig machen. Sind teuer, aber das lohnt sich auf lange Sicht, glaube ich, auch. Obwohl, die brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Das ist viel zu früh. Ich sollte irgendwas Nützliches bauen. Ich muss so ein bisschen gucken, dass ich hier nicht ganz dämlich spiele, ne? Haha, wie machen wir das am besten? Die braucht so ein... Ja, dann holen wir uns jetzt die beiden. Und danach, sobald wir können, die effiziente Auslese. So. Erwarte Befehle. So, das Schiff kassiert. Komplett aktiv. Da gibt es auch ein bisschen Erfahrungspunkte für. Genau. Guten Tag, Commander. Und dann springen die auch gleich weiter. Weil das brauche ich, diese drei Metalldinger hier. Ne, Kristall. Kristall, die sind schon sehr nützlich. Und die KI lasse ich tatsächlich einfach machen. Das ist beim Gegner, ne? Ja, das ist egal. Der kann sich da so ein bisschen... Unterwegs. So ein bisschen andingseln. Das wird schon werden. Comlink aktiv. 80? 85 kostet's, ne? Übermittlung empfangen. 90 sogar, 90. Jawohl, okay. Commander. 90, ja. Und dann jetzt, sobald es geht, die arktische Ausbeute. Warte, Moment. Forschung abgeschlossen. Das dauert eh noch ein bisschen. Berechne Sprungkoordinaten. Ja. Sobald wir das haben. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Genau, und jetzt rüber. Und dann können wir hier gleich... Ja, ich will Metall nicht verkaufen. Eigentlich nicht. Da warte ich jetzt lieber. Das passt schon. Aber ich gehe erst auf Kristalle. Ich glaube, die sind besser. Zusätzliche Credits benötigt. Zumindest brauche ich die mehr, weil ich davon gerade weniger habe. Also so ist es meine Denke. Geben Sie den Befehl. Und diese Flotte müssten wir auch besiegen können. Gibt's was für mich zu tun? Den dann. Die Flakfregatte macht nicht viel. Die leichte Bomberfregatte, die ist auch nicht so wichtig. Flak. Ne, eigentlich nicht die Flak. Pass auf. Nimm das! Das schnapp sie leicht. Euch. Leicht. Rakete. Raketenfregatte. Und der Rest ist dann egal.
Fahren Sie fort! So. Ich hoffe, ein Schiffchen hier überlebt es. Ich lasse es nochmal zurückspringen. Jawohl, und dann hierher. Weil die drehen ab, ja, die wollen das verhindern, dass ich das einnehme, genau. Und das ist schon sehr verletzt. Guten Tag, Commander. Aber dadurch kann ich so ein bisschen... Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich auch wirklich aufnehme. Ja, okay. Die können tatsächlich so ein bisschen für Ablenkung sorgen, das wollte ich sagen. Moment. Erst diesen Kram bauen. Und dann zivile Infrastruktur, die ist sehr wichtig. Die darf man nicht unterschätzen. Für das, am Anfang fürs Geld. Ja, und hier, das müsste jetzt auch laufen, ne? Da schaut euch die fetten Strahlen an und die Geschütze hier. Ja, das sieht gut aus. Würde ich mal sagen. Was jetzt? Ist das für mich zu tun? Die kommt zurück und die. Geben Sie den Befehl. Ich micro die jetzt ein bisschen zurück. Schauen wir mal. Ist das für mich zu tun? Der Rest schießt, der greift an, das passt. Müsste passen, sollte. Der ist schon wieder viel zu früh da. Dann springt er halt nochmal weg. Haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Das ist schön, aber das kann ich jetzt gerade eh zusätzliche nicht tun. Credits benötigt. Was ist das? Ein Eisplanet. Ja, der hat auch einen Eisplanet, siehst. Da seht's das. Eisplaneten, die Bösen. Komm, Link, aktiv. Ich glaube, das funktioniert aber mit dem Hin- und Herspringen ziemlich Truppen gut. Werden angegriffen. So. Was für mich zu tun? Die ist sehr stark verletzt. Die stirbt auch gleich, die Fregatte. Weg ist sie. Was jetzt? Aber wenn sie stirbt, dann ist es auch. Das ist halt so. Ich hätte eigentlich nur das Schiff Was hier jetzt? Reinschicken müssen. Guten Tag, Commander. Das sollte reichen. Befehl. Leichte Fregatten. Eigentlich können die hier hin. Ich tue mein Bestes. Jetzt bauen wir eine neue. Brauche ich nicht. Ich muss Fahren aufhören. Sie fort. Nutzloses Läuft. Zeugs zu machen, empfangen. Das ist ganz wichtig. Läuft. Ganz, ganz wichtig ist das. So. Kleine Werft. Fregattenfabrik benötigt. Was ich brauchen werde, sind bald Militärlabore, damit ich anfangen kann, gut zu forschen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Wo? Ah, da brauche ich nichts. Das ist egal. So. Wohin, Commander? Wir springen Jawohl, jetzt Commander. Nur weg. Bauwerk komplett. Ah, der kämpft noch so ein bisschen. Hier, Raketenfregatte, da noch ein bisschen Schaden. Ich wüsste gern, was dieses kleine Icon hier bedeutet, aber wahrscheinlich heißt es, der will da angreifen oder so. Könnte sein. So, was passiert hier? Greift er den Planeten an? Nee. Obwohl, Erlöser. Lotse macht nix. Ich glaube schon, dass der hier ein bisschen Stress machen will. Aber das ist noch nicht so tragisch. Das können wir aushalten, das passt schon. So, hier zivile Infrastruktur, Geld. Ne? Genau. Ja, reich. So. Das muss ich bald machen, die arktische Ausbeute. Wird belagert. Seht ihr, die greifen da doch an. Aber das hält durch, das passt schon. Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piraten. Oh, ausgerechnet auf mich. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht Truppen gut. Werden angegriffen. Was jetzt? Ich könnte natürlich jetzt hier hinspringen. Ja, ich komm. Tue mein Bestes. Sollte ich wahrscheinlich auch. Link aktiv. Forschung besser ist besser. Übermittlung Den empfangen. Dorthin. Und dann holen wir uns Haltmoment. Weil das dauert noch ein bisschen, bis ich dann das Geld habe. Commander. Feuer freigegeben. Ich mache kurz einen Prozess mit ihm. Das wird unsere Glanzstunde. So, was können wir noch machen? Experimenteller Schild, Flakfeuer. Naja, schauen wir mal. Fahren Sie fort. So, du musst jetzt doch ganz schnell weg. Ja, die drehen um und wollen kämpfen. Mal sehen, ob mein Kolonieschiff das überlebt. Ich bin sehr gespannt. Wenn nicht, dann war das eine sehr teure Aktion. Aber das sehen wir gleich. Okay. Planetenentwicklung abgeschlossen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja. Ich muss mich schon ranhalten hier. So,
So, ein bisschen Logistik werde ich wohl brauchen. Fahren Sie fort. Oh, der schafft es nicht. Okay. Jawohl, dann spring noch mal weg. Rasensprung abgeschlossen. Schafft er nicht. Da habe ich mich dann wohl böse verschätzt. Schade, sehr schade. Unsere Flotte wird angegriffen. Na, vielleicht schafft das doch noch. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Was jetzt? Ich tue mein Bestes. So. Fokusfeuer. Schnappt sie euch. Müsste passen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ah, das wird sehr knapp. Komm, Link, aktiv. Wohin, Commander? Planetenentwicklung abgeschlossen. Vielleicht schafft das, aber ich glaube, das wird schon sehr knapp. Und er stirbt. Das wird nix. Bereit zum Phasensprung. Na? Spring! Ah, so knapp vertan. Forschung abgeschlossen. Da wollte ich zu viel auf einmal, da muss man Neues bauen. Das ist teuer. Aber okay, hilft nichts. Was jetzt? Verbündete Truppen werden angegriffen. Ja. Naja. Wie es halt immer so ist. Ich brauche halt wirklich auch möglichst bald ein Militärlabor. Das ist schon wichtig, dass ich halt forschen kann. Das gibt's jetzt dann auch. Ich verkaufe mal hier ein bisschen, baue mal hier jetzt mal ein Militärlabor hin. Neue Horizonte erwarten uns. Schaffen das meine Truppen hier? Ich glaube fast nicht. Nimm das! Angriff! Der bombardiert dann noch weiter drauf auf dem Ding. Ich meine, da habe ich... Naja, gut. Wäre schon doof, das zu verlieren. Könnte man es aber auch nicht ändern. Naja. Wohin, Commander? Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Ach, Piraten sind auch noch gekommen, ganz toll. Kampfbereit. Unzureichende Finanzmittel. Ja gut, ich kann ja erstmal forschen, ne? Ich hol mir auch noch diese Extraktion hier. Genau. Passt. Und als nächstes dann jetzt den Eisplaneten. Dann bin ich ganz gut aufgestellt und den Rest müssen wir dann halt sehen. Das tut weh. Schaut euch an, was die alles hat. So viele Avantgardisten. Ja, ist schon viel, ne? Scheint aber auch nötig zu sein. Hier scheine ich zu verlieren. Aber ich will halt unbedingt den Eisplaneten haben. Und den hole ich mir jetzt auch. Verbündete Truppen werden angegriffen. So, was wollte ich noch bauen? Ich wollte irgendwas forschen. Ja, genau. Stopp. Genau. So machen wir das jetzt. Und dann beim Angriff forschen wir jetzt. Will ich die Korvette? Nein, wir gehen auf den Ragnarok. Teuer? Vielleicht auch viel zu schnell. Vor allem, weil hier 1000 Piraten sind. Zu einem unserer Planeten verloren. Sieht nicht gut aus, ne? Geben Sie den Befehl! Komm, Link, aktiv! Aber wir gucken uns das an. Ich hätte nicht gedacht, dass die Piraten so schlimm sind am Anfang. Sonst hätte ich da sicher ein bisschen Geld reingeballert. Jetzt müssen wir mal schauen. Aber gut, schauen wir mal. Ich bin immer noch am Üben und am Lernen. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.